Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Irish Spirits Kompakt. Ja, lange hat es gedauert, aber nun ist es endlich wieder soweit und es gibt neue Verkostungsvideos. Und passend zu unserem Monatsfeature The Liberator Whisky möchte ich euch heute die Sonderabfüllung vorstellen, die wir extra für diesen Monat haben machen lassen. Aber erstmal, was ist The Liberator? Kurz und knackig, The Liberator ist ein neuer Whisky-Bonder in Irland, die auch eine kleine Mikrodestillerie bauen möchten. Maurice O'Connell ist direkter Nachfahre von Daniel O'Connell, The Liberator, dessen berühmte Statue auf der O'Connell Street in Dublin steht. Im County Kerry hat er seinen Landsitz und dort lagern seine Whiskys. Sein Signature ist, dass alle Whiskys in Portwein-Fässern gefinisht werden, entweder Ruby oder Tawny Port. Und wir haben jetzt heute hier den Storehouse Special. Das ist ein Blended Whisky, der in Tawny und Ruby Portwein-Fässern gereift ist. Ich habe hier die Batch 2, ich zeige es euch gerade mal. Flasche Nummer 30 habe ich geöffnet, 62,1%. Und ihr seht, die Flasche ist schon geöffnet, also wir haben schon mal getestet, aber ich möchte es natürlich für euch heute auch nochmal testen. Ich finde, die Farbe ist schon mal wunderschön. Richtig schönes Rot-Orange, also wirklich toll. So, ich teste wieder aus dem Tuat-Glas. Seht das? Mein Lieblingsglas für Whisky zum Nosen. Ja, also wenn ich daran rieche, ich habe sofort schöne Portweinnoten in der Nase, diese Portweinsüße, aber auch ein bisschen würzige, herbale Noten, bisschen Holz. Ja, also alles in allem eine richtig schöne Nase. Jetzt testen wir mal. Ja, man merkt, dass er Fassstärke hat. Aber schön ausbalanciert. Hinten raus kommen so dunkle Schokolade, Rosinen, cremig, ölig, leichte Holznote mit drin, Malz, viel Malz. Also wirklich ein absolut schöner Whisky. Ich werde ihn jetzt nochmal mit ein paar Tropfen Wasser verkosten, weil 62,1% ist ja natürlich schon eine Hausnummer. Ja, das Wasser öffnet ihn noch mal einen Tick mehr. Ja, dann kommt aber mehr noch ein bisschen die Würze raus. Nicht mehr ganz so süß. Trotzdem, also auch ein paar Tropfen Wasser schaden ihm nicht. Wenn ihr euch jetzt fragt, warum ist die Flasche so klein? Das sind 350 Milliliter Flaschen. Aber absolute Trinkempfehlung, total lecker. Es gibt auch nur 96 Flaschen insgesamt und ich kann den euch nur empfehlen. Es gibt auch noch einen The Liberator Vatted Malt im Tawny Port gefinished und diesen Double Malt als Blended Whisky auch noch mit Trinkstärke von 46%. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt einen Eindruck von The Liberator bekommen und wenn ihr noch mehr erfahren wollt, wir haben Ende des Monats ein Zoom-Tasting und schaut bei Instagram und Facebook vorbei, da gibt es noch mehr Informationen. Bis dahin, tschüss!